So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dungeon Side 3. Und nach diesem und epischen Anfang musst du Start drücken. Wo ist Start? Da ist Start. Da Start, genau. Und ich nehme den komischen alten Typi. Hey, super ja. Ansicht über den Nacken unserer Anjali. Wo ist denn... Oh, jetzt haben wir gleich einen Erfolg freigeschaltet. Durch den schmutzigen Schlamm. Dritte Aufnahme, keine Ahnung, deswegen... Ja, cool. Ich weiß übrigens nicht mehr, wo wir hin müssen oder was das irgendwas machen sollen. Oder na, wahrscheinlich irgendwie. In die Richtung, würde ich sagen. Glaubst du? Ich mir doch gedacht, ja. Dass ich euch auf dieser Straße finde. Habt ihr glaubt, der Rache der Lescanzi zu entkommen? Ehrlich gesagt nicht. Und warum? Ihr habt uns wie Tiere abgeschlachtet und wagt es, solch törichte Fragen zu stellen. Hast du eigentlich auch wieder recht? Sohn der Hexe Zari. Die durch eure Hand starb. Ihr werdet für ihren Tod büßen und für alle Toten meiner Sippe. Das fängt ja direkt gut an, halt doch. Ich kann nicht mehr. Fuck. Das fängt zu gut an. Ich bin tot. Oh mein Gott. Hilfe. Wie kann ich mich aufladen? Ach so, ja, stimmt. Du musst LT gedrückt halten, dann. Ich lade mich. Nein, das ist doch. Ich kann dich gerade, glaube ich, gar nicht wiederbeleben mehr. Meinst du? Ja, nee, stimmt, du stirbst dann sofort, deswegen, weil du kein Leben mehr hast. Nein, ich lade mich ja gerade auf. Ja, das hat ja erstmal super gestartet. Ich lass uns doch mal direkt wieder laden. Nein, ich mache meine schöne epische Taktik. Ich werde jetzt episch. Yeah, ich kann weglaufen. Und ich kann 28 Schaden. Oh ja, ich kann nicht mal treffen. Und. Du stirbst gerade. Du bist gestorben. Ja, war ja extra so, weil. Ja, nee, ist irgendwie schon klar. Ja, wir wissen Schnauze. Das. Schnauze! Weiter. So. Ja gut, dann starten wir eben von Anfang an nochmal. Ja. Hat ja super geklappt. Gut. Wir sollten direkt abhauen, nehme ich mal an. Deswegen, wir sind direkt in dem drin gespawnt irgendwie. Das ist irgendwie ein bisschen nervig. Habe ich mir doch. Ja. Bla bla bla. So. Ich krieg da die Kotzeritis. Was ist das? Das ist, wenn man ganz viel kotzen muss, weil alles so kacke ist. Hui, Hilfe! Pass mal auf, dass du nicht, achso, ich kann gerade gar nicht mehr, super. What the fuck, ich habe gerade 100 Schaden gekriegt einfach. Ich lade mich mal ein bisschen. Oh. Ich bin aus der Steuerung raus, erstens. Ja, das ist klar. Zwarbok ist übrigens der mit dem komischen Kreis. Ja, ich merk schon. Der hat irgendwie so eine Art super tollen Fähigkeitskreis um sich rum. Da kriegt man, ich glaube, entweder kriegt man da irgendeinen negativen Bonus obendrauf. Habe ich gerade? Nee, ich habe die Heilung gar nicht drauf gekloppt, leider. So. So, ja, ist klar. Mach du mal deinen Scheiß da hinten. Du kriegst gerade kritischen Schaden oder Schaden einfach so. Ja, und deswegen fliehe ich wieder mal ein bisschen hier so. Weil er in meinen blöden Kreis reingerannt ist. Guck mal, mach mal deinen Zeitkreis durch die Gegend. Dann kannst du vielleicht, während du wegrennst... Halt, nee. Ach, der. Ja, stimmt. Nee, falsche Richtung. Wieso schieße ich mal in die falsche Richtung? Kannst du mir das sagen? So, ich krieg ihn. So. Ging doch gerade so. Wie nimmt man so... RB. Ja, RB, ja, toll, als ob ich das wüsste. Hui, 101 Gold, wow. Und irgendwas, 15. Keine Ahnung. Und irgendwas für mich, jetzt laufen wir wieder zurück, oder was? Nee, ich glaube, ich wollte da hinten Gold erspähen, aber das ist mir dann doch nicht vergönnt. Ja, du wolltest gewesen. Erspähen, aber du hast keins gesehen. Ja. Nee, genau. Das ist total toll reinschreiben. Ja. Mann, ist das gemein. Ja, jetzt gleich nach rechts, da ist irgendwas, wahrscheinlich eine Truhe oder so. Warte mal, hier ist erstmal ein Fass. Hey, Gold. Oh, 38. Ja, geh nach rechts, weil hier ist so eine Sackgasse wahrscheinlich. Ach ja, stimmt, ich guck gar nicht auf die Karte. Ich guck immer auf die... Pass auf, dass du nicht stirbst. Nicht bei so ein paar Scheißdeuten. Hey, was ist los? Warum konnte ich mich... Du bist der Blaue, das hast du nicht vergessen. Der Blaue, durch die Gegend springen. Ich weiß, es ist voll irritierend, beim durch die Gegend springen hast du den genau entgegengesetzten Farbton. Ach, ist schon vorbei. Unter dir drunter. Ja. Das war jetzt nicht so der Überhammer. Ah, hier. Warte mal, ich schieß mal gerade kurz... wieso kann ich die Truhe hier nicht vor mir abschießen? Hallo? Danke sehr. So. Ach so, RB. Ja, ja, ich glaube, das ist LB. Hui. Ganz viel Müll. Super. Ja. Da hinten ist noch ein Fass. Außer betäubender Tesseract. Sieht ganz gut aus. Ja, das stimmt.
Tesla irgendwas. Ja, der unbewohnte Eindruck ist da und die frischen Spuren des Wagens weisen darauf hin, dass kürzliche Diskanzi hier waren. Möglicherweise haben sich auf eure Ankunft vorbereitet. Tja, ist die nicht gut bekommen. Beim ersten Mal schon, aber beim zweiten Mal nicht, ne? Ja, nee, stimmt. Ja. Beim ersten Mal auch nicht so wirklich. Ich glaube, Genickbruch kann man nicht so richtig mit gut bekommen vergleichen. Aber beim zweiten Mal ging es ihm wesentlich schlechter als beim ersten Mal. Kann man so, glaube ich, zusammenfassen. Da vorne geht's lang. Ach so. Da ist dieser Wegzweig. Hallo! Was machst du denn hier? Ich habe keine. Ja, gut, ich wollte gerade. Ich hatte auch keinen Mana mehr, das ist ein bisschen kacke. Aua! Auf mich anzugreifen. Yeah, Geschwindigkeit! Diese kleinen Mistviecher, das gibt's ja nicht. Ich habe auch vollkommen vergessen mit den Fähigkeiten, aber so langsam bin ich wieder zurück in der Steuerung. Ja, Mann. So langsam, aber es. So, da hinten liegt irgendwas. Nee, oder da liegt gar nichts, schade. Ich hätte jetzt in Skyrim gesagt Blasenpilze, aber ja, hier eher nicht so. Gut! Naja, voll auf dem Helf. Da hinten geht's doch lang, oder? Nee, schade. Wir müssen in eine andere Richtung. Ja, ich sehe schon. Da oben den zweiten Weg. Abzweig. Das Gold. Oder, nee. Ein Kronleuchter. Hm, naja. 154 Gold ist schön. Da liegt was rum. Ja, ein toter Hirsch, oder? Ja, ein Maultier. Anreise sind schon lange mit den zahlreichen Rüstungen, Goldsäcken und den unpraktischen Großäxten verschwunden, unter denen die arme Kreatur zusammenbrach. Ja, die arme. Ja, warum kriegen wir nicht Essen oder so von der? Ja, könnten wir uns rausschneiden. Guck mal, da sind die Rippen schon zu sehen. Armes Viech. So, wo geht's denn jetzt lang? Wo gehen wir überhaupt hin? Ich weiß gar nicht, was wir jetzt gerade machen sollen. Wir werden sicher uns immer weiter vom eigentlichen Ziel entfernen, aber das ist mir jetzt gerade Schutz. Ach, da vorne ist was. Da ist Meer. Wir laufen nicht zurück. Warte mal, ich mach mal kurz hier hinten speichern. Mach mal neue Daten, wieso auch nicht. Und da liegen Sachen rum. Wir sind jetzt gerade, glaube ich, erst in der dritten Aufnahme. Ist das ein Skelett? Was? Oh. Ach, das scheint irgendwie so eine Art Maschine zu sein, oder? Du kannst wahrscheinlich nur mit dir reden. Willkommen in Stonebridge. Wie ich sehe, seid ihr ein Mitglied der 10. Legion. Ich bin angewiesen, euch mit leichter Verachtung und Misstrauen zu empfangen. Eure Nation, Partei, Rasse oder Institution hat einen negativen Eindruck in unserer Stadt hinterlassen. Die örtlichen Wachtmeister werden euch im Auge behalten. Aha. Bitte nennt den Grund für euren Besuch in unserer schönen Stadt. Keine Ahnung. Kein Grund zur Feindseligkeit. Wir sind hier wegen Angelegenheiten der Legion. Der offizielle Zensus zeigt an, dass 0 Bürger von Stonebridge registrierte Mitglieder der 10. Legion sind. Vielleicht seid ihr in der falschen Stadt. Ungeachtet eurer Gründe steht Stonebridge jedem offen. Ihr könnt hineingehen, es sei denn, ihr benötigt noch weitere Hilfe. Ah ja, gut. Dann sehen wir uns mal wieder. Komisch. Ich dachte, wir wären im Mittelalter oder etwas Ähnlichem. Ah ja. Danke sehr. Angenehme Prügel. Ich wünsche eine angenehme Prügel. So, lasst uns mal rein. Ich wusste jetzt gar nicht, dass wir immer noch nicht hinkommen. Ah, jetzt geht's. Ja, super. Das Problem ist, wir können auch nicht mal Aufruhr machen, weil unsere Kampfdinger weggenommen wurden. Keine Ahnung. Ach ja, stimmt. Was ist denn da für ein komischer Gnom rum? Ja. Yoda, du bist es! Ja. Was ist man denn hier? Da hinten steht irgendwas. Das kriminelle Genie, das als Gentleman bekannt ist, wegen Diebstahl, Sabotage und mutwilliger Zerstörung von Stadteigentum. Das bin ich, weil es ist ja hier. Eine Belohnung wird demjenigen gezahlt, der ihn fängt oder einen Beweis eines seines Todes liefert. Siegesmut Wulf, erster Wachtmeister. Ein. Ach, Wulf. Ach, unser, ja. Ja, Bürgermeister. Ja, nein, Bürgermeister ist nein, gut. Bundespräsident. Ja, keine Ahnung, Bundespräsident. Oh, wie er sich freut. Ketzlerbrücke. Ja, im Auftrag gegeben von irgendeinen komischen Bürgermeistern und bla 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 Stiftung von der Nordseite aus können die... Ich möchte mal gerne gerade auf die Hintergrundgrafik verweisen, die übrigens, auch wenn sie ein bisschen matschig ist, doch relativ imposant aussieht. Matschig, die ist einfach nur in Nebel versunken. Ja, matschig, im Nebel versunken ist so ziemlich das gleiche. Da, matschige Gebäude. Ja, ja, das kennen wir schon. Super. Sieht doch relativ groß aus. Und kennen wir schon. Ah ja. Schöne Sachen, die man immer kennt. Ja. Ich mag das. Und aber weitere Yoda. Hey. Reicher ich Bürger. Ich habe seit Ewigkeiten keinen Legionär mehr gesehen. Ihr wollt hier nicht bleiben, oder? Natürlich, das ist doch unser Ziel.
Gut, speichern. Bla. Ja. Danke. Super. Geheilt und Yoda. Wieder mal. Meine Güte, das gibt's ja wohl nicht. Und überall diese das kennen wir schon. Nee. Ja, sicher auch wieder dieses Gesucht-Ding. Müssen wir sicher auch irgendwie noch machen. Ja, ich glaube, da hinten geht's nur lang. Die Kamera spackt gerade irgendwie rum. Wieso, du steuerst sie doch? Nee, kann ich nicht. Ich kann nicht runter oder ich kann eigentlich ja die. Da hinten ist. Guck mal, da hinten läuft irgendwas gerade. Was läuft denn da? Oh. Hallo! Na, wie geht's denn so? Wir blockieren den Weg. Stört's dich? Rempel mich nicht an, du Spacko. Hätte ich jetzt meinen Gummiknüppel dabei? Ja, dann. Ja, also oh, Feuer ist ja total. Ursula. Hallo, Ursula. Seid ihr neu in der Stadt? So wie ihr. Nö. Ihr bestimmt nicht zum Einkaufen gekommen. Vielleicht ja, natürlich. Ich tue so, als ob. Ich brauche jemanden, der ein bisschen Gefahr nicht scheut. Oh ja, klar. Ja, schöner, da läuft mir gerade irgendjemand durch die Android, Visage. Gefahr, kein Problem. Wir sind daran gewöhnt, dass man uns umbringen will. Vielleicht können wir euch helfen. Ja. Ich war auch ein Weg, wir wurden ja auch umgebracht. Also, wir auch eigentlich, oder? Wir so, ich meine, wir werden auch klar. Unterbrochen auf der Straße. Umgebracht, aber da wir unsterblich sind, werden wir sofort wiederbelebt. Genau. Respawn. Ja. Hey! Sie plündern jede vorbeikommende Karawane. Und es warten noch andere Händler auf diese Lieferung. Na, super. Wir sind ja gierig, also was ist die Belohnung? Genau. Zur Strecke bringt. Gib mir die Belohnung, jetzt sofort, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Beschäftigt, Geldmittel für die Legion aufzutreiben. Ich würde viel Geld verlieren, wenn die Ware nicht ankommt. Niemals würde ich davon ausgehen, dass sie dies ohne anständige Bezahlung erledigt. Ach so, am besten viel Geld. Ja, viel Geld. Also du wirst dann auch viel Geld verlieren, wenn der Wagen ankommt. Ja. Genau den gleichen Betrag. Aber in diesem Fall ist es rechtens. Ja. Schön. So, dann mal gucken. Ja, kaufen wir mal ein bisschen Scheiße. Oh, schön. Jetzt kaufe ich für mich. Ah, ja, aua. Mann, Nometer. Für deine kleinen Superbrüste. Ja. Die du dir schnell mal angenäht hast. Ja, klar. Geschickte Ärmel, ja. Ist witzig, dass wenn man... Grimmige Hosen, wenn man minus 26 Hüsten. Wenn man Katrina mit drin hätte, könnte man ihr ein paar Brüste kaufen. Das ist auch irgendwie merkwürdig. Nein, ja, das stimmt. Heißt ja auch, ja, Mida. Nein, Mida ist was anderes, aber schön. Ich mache nicht minus 26 Rüstung, ich werde auch nicht minus 25 Rüstung hier haben. Nee, das ist nicht so. Ja, alles Rüstung Ausdauer. Weniger. Das ist mal das gut. Das ist alles von ihm. Ach so. Vom anderen. Und das für dich, er ist auch kacke. Ja, das ist total gut, total richtig gut. Das ist auch kacke. Ich glaube, das können wir alles uns mal sonst so hinstecken. Nee, das ist scheiße. Doch, Ausdauer. Warte mal, verkaufen. Drück mal kurz auf verkaufen, dass wir so verkaufen können. Rüstung und Chaos, super. Aber ich glaube, wir haben einen besseren Talisman sowieso schon ausgerüstet. Den kann Marke verkaufen. Ja, verkauf mal. Oh, was ist Rüstung? Plus 16 Blocken, plus 20 Schutz. Nee, Ausdauer und Angriff weniger. Da ist mir die Rüstung dann das doch nicht lieb. Okay, verkauf. Ja, verkauf mal. Oh, plus 4 Rüstung, plus 15 Blocken, plus 19. Nee, es ist genau das gleiche wie vorher, kann auch weg. Und hier haben wir plus 6 Beweglichkeit, aber minus 11 Ausdauer, hallo? Schön, Armschutz, ja, ist auch kacke eigentlich. Warte mal, oder? Plus 7 Rüstung, aber minus 1 Ausdauer. Und minus 15 Beweglichkeit, aber ich weiß nicht, gut, die Beweglichkeit ist mir das dann doch eher... Dann schmeiß weg. Was haben wir denn da? Ein grimmiger Speer. Sehr ist schlecht. Scheiße. Ich glaube, wir sind hier im... das können wir einfach verkaufen. Ja. Wir sind hier das ziemlich unterleveltem Gebiet, kann sein. Das ist Rüstung. Naja, ist kacke. Ich glaube echt, wir sind in einem Gebiet, wo man gerade relativ, wo wir gerade ziemlich overpowered sind. Deswegen, weil ich glaube, man müsste hier schon früher gewesen sein, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Weil die Gegenstände, die wir gekriegt haben, waren jetzt wirklich nicht so geil. Lähmung ist gut, aber der Angriff war etwas zu niedrig. So, wollen wir das verkaufen? Ja.